Herzlich willkommen. Sie hören eine Sendung der Kirchen in Teterow. Heute spricht Markus Lippold zu Ihnen, Pastor der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Teterow. Ich darf Sie herzlich grüßen heute Morgen zur Morgenandacht mit dem neuen Wochenspruch. Wochenspruch aus dem Epheserbrief, dem Kapitel 5, Verse 8 und 9. Paulus schreibt seinen Freunden in Ephesus: Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichtes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Überschrieben ist dieser Abschnitt in meiner Bibel mit der Überschrift Leben im Licht. Licht. Licht ist etwas Wunderbares. Auf den ersten Seiten der Bibel, im ersten Satz der Bibel, wird beschrieben, dass Gott das Licht schenkt. Licht zum Leben. Ja, wir brauchen das Licht, um leben zu können. Ich mag diese Sommertage, die so lange hell sind, wo man später noch als 22 Uhr draußen sitzen kann und noch gar keine Lampe braucht. Wir waren in diesem Jahr nördlich unterwegs und haben erlebt, dass die Sonne dort weit nach 23 Uhr untergegangen ist und dass es gar nicht so richtig dunkel geworden ist. Ein Erlebnis, etwas sehr Schönes, wie ich finde. Und es mag den Menschen im Norden gegönnt sein, denn sie haben auf der anderen Seite auch lange und dunkle Tage im Winter zu ertragen. Wandelt als Kinder des Lichts. Mir sind dazu ein paar Gedanken der Bibel eingefallen. Matthäus 5 zum Beispiel, ab Vers 14, die Bergpredigt, eine der bekanntesten und wichtigsten Predigten Jesu, und auch da benutzt er natürlich das Bild des Lichtes, indem er uns, seine Gemeinde, beschreibt. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel. Gemeint ist wohl ein Topf oder ein Eimer. Sondern man setzt es auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und eurem Vater im Himmel preisen. Ihr seid. Jesus sagt nicht, es wäre schön, wenn ihr Licht sein könntet. Es wäre schön, wenn hin und wieder auch Licht durch euch hindurchfließen würde, das anderen Menschen hilft, sondern er greift ganz hoch. Ihr seid Licht der Welt. Und ihr seid meine Gemeinde. Ich habe euch nicht in diese Welt gestellt, damit man euch unter einen Eimer verbirgt, damit man das Licht, das ihr ausstrahlt, irgendwie versteckt, sondern dass ihr für andere zur Orientierung seid. Welch hoher Anspruch. Verse, die mich manchmal trösten, manchmal ermutigen und manchmal auch etwas erschrecken lassen. Bin ich Licht der Welt? Gehöre ich zu einer Gemeinde, die Licht der Welt ist? Es gibt so viel Dunkles in unserer Welt und wahrscheinlich können wir als Gemeinde Jesu Christi und müssten es auch sehr viel heller leuchten an vielen Stellen. Ihr seid das Licht der Welt. Jesus Christus arbeitet mit uns, seiner Gemeinde, als Licht für eine Welt, die es nötig hat, hell zu werden, Orientierung zu haben. Und dann sagt Jesus, wenn die Menschen dieses Licht sehen, wenn sie eure guten Werke sehen, so sagt er, dann sollen sie den Vater im Himmel darüber preisen. Das ist jetzt das Ziel, das gute Werke, das Licht, das Gutes, das geschieht durch die Gemeinde Jesu, auf Gott fällt. Gott, der die Menschen lieb hat, Gott, der die Menschen gerettet hat, Gott, der nach den Menschen fragt, der uns nicht vergessen hat, soll dadurch hell werden, dass wir nach seinem Wort leben. Anspruch, Trost und manchmal auch ein demütiges Bedenken des Weges, alles in einem. Ich habe an Jesaja 9 gedacht. Jesaja 9, Vers 1 gehört zu unseren wohl beliebtesten Weihnachts- oder Adventsversen. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht, und über denen, die im Lande der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. So sagt es der alte Prophet, und
so hören wir die Adventsverheißungen alle Jahre wieder. Manchmal gibt es Jahre, Monate, Wochen, vielleicht auch manchmal nur Stunden, in denen es dunkel scheint und dunkel ist. In den Nachrichten, die uns ereilen, ganz persönlich, vielleicht auch im größeren Umfeld oder auch gar weltweit, den Eindruck hinterlassen, es ist eine dunkle Zeit. Und der alte Prophet sagt, ein Volk, dem das passiert, ein Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht. Darf das nie vergessen, dass nicht Dunkelheit das Ziel ist, dass nicht Dunkelheit gewinnen wird, sondern dass Gott eingreift. Wir leben von dem Wunder der Zukunft, wie immer es aussehen mag. Wie immer Gott Licht schaffen mag in den dunklen Momenten deines Lebens, meines Lebens, unseres Lebens. In den dunklen Momenten unserer Welt. Wir dürfen auf dieses Wunder warten, Erwartungen haben. So wie es plötzlich Weihnachten geworden ist, nicht plötzlich für Gott, aber plötzlich für uns. So wird Gott eingreifen und wird es Licht werden lassen. Licht für eine Welt, die in vielen Dunkelheiten gefangen ist. Psalm 119, Vers 105, der Psalm mit den meisten Versen, über 170 Verse. Der 105. Psalmvers heißt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wenn man diesen alten Vers nachspürt, dann bekommt man raus, dass hier eine kleine Lampe gemeint ist, die nicht dafür gut ist, weit vorauszuschauen. Kein Zielscheinwerfer, kein Fernscheinwerfer, der vielen hundert Meter vor uns irgendetwas hell macht, sondern eine kleine Lampe, eine Funzel vielleicht, aber hell genug, um den wichtigsten Schritt unseres Lebens, nämlich den nächsten Schritt hell zu machen. Um deutlich werden zu lassen, wo Wege sind, die wir gehen können, wo Unebenheiten sind, wo Hindernisse sind und wo wir getrost unseren Fuß absetzen können. Dein Wort, so sagt der alte Peter des 119. Psalms, ist für mich dieses Licht. Nicht, dass ich jetzt schon weiß, wo ich übermorgen gehen werde, sondern dass ich heute weiß, wohin ich morgen oder heute meinen nächsten Schritt setze. Der wichtigste Schritt unseres Lebens, so sagt man, ist der nächste Schritt. Und der darf im Licht des Wortes Gottes geschehen. Ich wünsche Ihnen das von Herzen in dieser Woche, dass die Wege und Schritte in dieser Weise von Gottes Wort beleuchtet sind. All das ist eingebettet in dem Wort, das Jesus in Johannes 8, Vers 12 uns überliefern lässt. Da sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt. Wir dürfen hinter diesem Licht der Welt folgen. Wir dürfen Jünger sein, Jünger Jesu, Jünger dessen, der das Licht ist. Und das wünsche ich uns von Herzen, dass wir das in dieser Woche erfahren. In dieser Woche mit dem Wochenspruch aus dem Epheserbrief, mit der Aufforderung, mit dem Hinweis, Paulus wandelt als Kinder des Lichtes. Denn, und das setzt Paulus sehr bewusst hinzu, das Licht hat Auswirkungen. Die Frucht des Lichtes, so sagt Paulus in der Übersetzung des Luthertextes, die Frucht des Lichtes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. All das, wonach wir uns sehnen, Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Möge viel Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit in dieser Woche für uns bereitstehen. Mögen wir viel von diesem Licht erleben, weil wir vielleicht Menschen erleben und Menschen begegnen, die in diesem Licht Gottes unterwegs sind. Und möge Gott durch uns anderen zum Licht werden. Möge durch uns andere Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit widerfahren. Gott segne uns diese Woche mit diesem wunderbaren Vers, mit dieser Überschrift, mit diesem Hinweis, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichtes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Musik.
Sie hörten eine Sendung der Kirchen in Teterow. Haben Sie Rückmeldungen oder seelsorgerliche Fragen? Sie erreichen uns telefonisch unter der Nummer 03996 188 9996. Bleiben Sie Gott befohlen.